Hey, moin, herzlich willkommen zur Präsentare Live, Ausgabe 46. Ja, das ist schon eine Weile her, dass ich eine Live-Sendung gemacht habe. Und dann ist es auch eine, die ich heute in Kooperation mit der Dach-TV-Gruppe mache. Ja, das ist ein besonderes Format, was innerhalb der Dach-TV-Gruppe läuft. Aber natürlich streame ich in meinem Profil, ihr könnt alle zuschauen. Aber es wurde in der Dach-TV-Gruppe so ein bisschen promoted. Ja, und das heutige Thema ist, das muss ich jetzt mal hier mal gucken, ob ich das mit der Regie alles so hinkriege. Das heutige Thema ist schlanke Technik für Live-Videos. Ich möchte euch so ein bisschen zeigen und so ein bisschen erläutern, wie ich so mein kleines Videostudio hier in meinem Büro aufgebaut habe und was ich vielleicht auch für Fehlkäufe gemacht habe, was ganz gut funktioniert hat, wo es sich lohnt, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben und wo vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben fast schon übertrieben wäre. Ich will euch auch ein bisschen beschreiben, in was für einer Situation ich bin, damit ihr besser einordnen könnt, warum ich mich jetzt für die Technik entschieden habe, die ich einsetze und was ich auch noch in der näheren Zukunft vorhabe, um das vielleicht alles noch ein bisschen von der Qualität her besser zu machen. Was mich extrem freuen würde, wäre, wenn ihr mal laut gebt und Bescheid sagt, ob ich überhaupt gut zu sehen und zu hören bin, ob das jetzt technisch irgendwie alles klappt. Und es wäre cool, wenn ihr einfach mal sagt, hallo, ich bin da, ich schaue von da und dort zu, das wäre klasse, damit ich eine kleine Rückmeldung bekomme und einfach so ein bisschen weiß, dass ich nicht ins Leere, ins schwarze Loch spreche. Helene ist da, habe ich jetzt schon gesehen. Wie schön. Hallo Helene. Schön, dass du zuschaust. Vielen Dank. Ja, dann scheint ja auch zumindest das erste technische Hürde genommen zu sein, nämlich ich bin offenbar zu sehen und ich bin auch irgendwie zu hören. Gute Sache. Also, Thema heute, schlanke Technik für Live-Videos. Und jetzt kommen wir im Grunde auch schon gleich zu so einem Clou. Also, wenn ich ein Live-Video mache, dann bin ich ja nur die ganze Zeit zu sehen. Manchmal hat man vielleicht auch Gäste, die man dazuschalten kann im Studio, da gehe ich am Ende noch drauf ein. Aber man will ja auch irgendwelche Texteinblendungen machen oder vielleicht auch irgendwelche Bilder oder andere Videos zeigen. Mein Titel-Start-Video war zum Beispiel ein Video, was ich zugespielt habe von einem Player. Das wird ein ganz kurzes Thema sein. Aber ich muss natürlich auch irgendwelche Charts, Grafiken, Untertitel einblenden. Also ich kann das natürlich machen, indem ich ich blende mal kurz hier diesen Text hier aus und ich streame ja live mit einer Software namens StreamYard, könnte auch Restream sein oder ähnliche Produkte, dann kann ich natürlich in dieser Regie oder in dieser Software auch Kommentare einblenden oder auch Banner einblenden. Also mal gucken, Markus ist da. Moin, schön, dass du zuschaust, vielen Dank. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die mir StreamYard bietet. StreamYard kann zugreifen auf die Kommentare, die ihr reinschreibt unter diesen Livestream und ich kann das dann sehen, dass ihr einen Kommentar geschrieben habt und ich kann das einblenden. Und Axel sagt, schaut aus Köln, höre und sehe, wie schön. Danke für dein Feedback. Und auch Maria ist aus Köln zugeschaltet. Schön, dass du da bist. Und Ulrich sagt, alles gut, sehr schön. Und Volker sagt, hallo aus Stolberg. Wunderbar, ganz große Klasse. Danke, dass ihr euch so zahlreich zurückmeldet. Das gibt mir gleich so ein gutes Gefühl. Ich bin nicht ganz allein. Und ihr habt jetzt im Grunde auch schon einen Aspekt gesehen, nämlich ich kann Texteinblendung vornehmen. Das habe ich jetzt gerade über die Streaming-Software StreamYard gemacht. Aber nun gibt es ja manchmal auch Dinge, die ihr wollt ja irgendwie ganz anders einblenden. Ihr wollt vielleicht auch einen kleinen Vortrag halten und den irgendwie visualisieren. Und da bietet es sich ja an, zum Beispiel PowerPoint zu nehmen. Und nun wollen wir mal gucken, ob das auch alles so funktioniert. Im Hintergrund muss ich immer so ein bisschen klicken. Und ich kann natürlich mit PowerPoint auch Einblendung machen. Und euch jetzt zum Beispiel vorstellen, was für Themen ich mitgebracht habe. Klar, ich möchte euch am Anfang etwas über die Kamera, die ich einsetze und die ich demnächst vielleicht einsetzen werde, erzählen. Ich werde etwas sagen über das Thema Licht. Mikrofon ist ein wichtiges Thema.
und die Regie, das ist im Grunde alles, damit ist alles gemeint, wie man das Ganze dann zusammenschaltet und auch sendefähig irgendwie dann rüberbringt. Das sind die Themen heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr findet, ich rede zu schnell oder ich habe vielleicht einen Aspekt vergessen, schreibt bitte in die Kommentare und dann versuche ich natürlich so schnell wie möglich darauf direkt einzugehen. Bedenkt bitte, wenn man so ein Live-Video macht, dann gibt es einen zeitlichen Versatz von ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Das heißt, wenn ihr den Kommentar schreibt und abschickt, dann sehe ich den erst immer etwas später und dann muss ich ja noch darauf reagieren und das irgendwie in die Sendung einbauen. Also kann es immer einen kleinen Augenblick dauern, bis ich direkt darauf antworte. Okay, das sind die Themen. Kamera, Licht, Mikrofon, Regie, ganz allgemein. Und wenn ihr Lust habt, dann lege ich erstmal mit dem Thema Kamera los und erzähle ein bisschen was darüber. Auch das, was ihr jetzt gerade hier seht, also ich habe eine PowerPoint-Animation im Grunde gemacht und über das Live-Videobild gelegt. PowerPoint von Berufswegen ist so das Programm, mit dem ich mich ganz gut auskenne. Und dann macht es mir natürlich Spaß, damit zu arbeiten. Aber wie das jetzt genau funktioniert, erkläre ich nachher im Abschnitt Regie. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema Kamera. Gut. Schlanke Technik für Live-Videos ist das Thema. Kamera, ja, macht euch bitte keinen Stress. Wenn ihr anfangen möchtet, eine Live-Sendung zu machen oder ein Video aufzunehmen, was ihr direkt in eurem Computer aufnehmt, um vielleicht einen Gruß oder ein kurzes, ein Ankündigungsvideo oder was auch immer zu machen, dann reicht ganz zu Beginn die eingebaute Webcam von eurem Notebook. Das geht, damit kann man anfangen. Aber dann werdet ihr irgendwann merken, das reicht vielleicht nicht, ich habe gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und dann es ist vollkommen normal, mit einer dazu gekauften Webcam zu arbeiten. Es gibt einen Anbieter in der Schweiz. Wenn ich also jetzt hier Produkte nenne, dann tue ich das jetzt nicht mit werberischer Absicht. Ich bin jetzt nicht irgendwie eingekauft oder bezahlt worden, das zu tun, sondern das sind die Produkte, mit denen ich Erfahrung gesammelt habe. Und dann taucht natürlich bei Webcam ganz oft der Name Logitech auf. Und ich habe im letzten Jahr, als es auch eine Zeit gab, wo man gar nicht so einfach Webcams bekommen konnte, weil ja einfach die Nachfrage so groß war, habe ich mich entschieden, die Logitech Brio zu kaufen. Ein Produkt, was ich dann vielleicht heute in der gleichen Liga kaufen würde, wäre die Logitech Streamcam. Das sind Webcams, die eine gute Bildauflösung haben, auch eine recht gute Qualität haben. Aber das Besondere an diesen externen USB-Webcams ist, dass man sie auch konfigurieren und einstellen kann. Also ich habe Einfluss darauf, zum Beispiel den Weißabgleich der Kamera einzustellen. Ich habe Einfluss darauf, Helligkeit und Kontrast einzustellen. Und das sind Dinge, die wirklich helfen, ein relativ vernünftiges Bild hinzubekommen. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist die Logitech Brio. Und die habe ich auch so eingestellt, dass jetzt, wenn ich jetzt hier mit den Händen fuchtel, dass es nicht automatisch die Blende auf uns zugeht, sondern ich habe das alles so eingestellt, dass das eine feste Einstellung ist. Die Schärfe stimmt. Ich habe sogar es ein bisschen hinbekommen, dass ganz hinten so ein bisschen das unscharf ist, wenn ihr genau hinschaut. Aber ich kann jetzt hier nah an die Kamera rangehen oder weg. Das Bild fängt nicht an zu pumpen, weil ich diese ganzen Automatismen, diese automatische Helligkeit, der automatische Weißabgleich, das habe ich alles deaktiviert mit einem entsprechenden Tool von Logitech, sodass ich ein stabiles, vernünftiges Bild habe. Und das ist im Grunde mein erster Tipp. Also wenn ihr Live-Videos machen wollt, denkt nicht gleich an richtig große, teure Videokameras. Das kann man immer noch machen. Mit einer vernünftigen Webcam, wo ihr Einstellungsmöglichkeiten habt, kommt ihr schon ganz weit, wie ich finde. Also, wie auch immer, wenn ihr Fragen habt zu diesen Themen, schreibt direkt rein, versuche ich darauf Bezug zu nehmen. Was ich demnächst vorhabe, und das ist jetzt tatsächlich so, ihr seht ja schon so ein paar Kartons, das sind alte und neue Kartons, mein Studio ist so ein bisschen im Umbau begriffen, es wird auch immer irgendwie besser. Und ich habe tatsächlich mir vor einiger Zeit eine Kamera gekauft, das ist eine Canon M50. Die gibt es, glaube ich, in dieser ursprünglichen Version gar nicht mehr. Glaube ich, jetzt heißt das irgendwie M50 Mark II oder so. Das ist eine Kamera, die gibt es in der Standardausführung ab 500 Euro plus. Also für einen Preis, der, wie ich finde, okay ist. Und das Tolle daran ist, man kann diese Kamera auch direkt mit einem USB-Kabel an den Computer anstecken und dann kann diese Kamera auch wie eine Webcam funktionieren. Das Tolle daran ist, man hat ein richtiges Objektiv, man kann auch richtig die Blende einstellen und dann kriegt man das mit der Tiefenschärfe oder mit der Unschärfe in der Tiefe auch noch ein bisschen besser hin. Das ist also eine tolle Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera dafür zu nutzen. Vielleicht habt ihr ja sogar eine schon im Haushalt und dann könnt ihr überlegen, die einzusetzen. So, jetzt sehe ich hier, huiuiui, in den Kommentaren geht es richtig los.
Joachim, wie schön, dass du da bist. Sollte ich bei meiner Eagle Eye Cube vielleicht auch machen? Du meinst das Einstellen, also dass man in die Parameter geht und dass man diese ganzen Automatismen deaktiviert. Ja, gute Idee. Christian schreibt, genauso ist das. Nicht sofort Hightech anschaffen, gute Webcam ist super für den Start. Ja, mein Reden. Schön, dass du mich bestätigst. Man kann immer noch weitermachen. Ich hätte jetzt ja auch schon die Canon einbauen können, aber die ist ein bisschen größer in der Einstellung und da muss man mit dem Kabel nur ein bisschen fummeln und da braucht man vielleicht auch noch ein Netzteil, was den Akku ersetzt, damit die Kamera dauerhaft Strom hat. Und da merkt ihr schon, ihr habt dann vielleicht eine super tolle Kamera euch gekauft, eine Systemkamera und die ist auch super, wirklich ohne Frage, kann man tolle Videos mitmachen. Aber wenn man sie dann stationär einsetzen möchte für so einen Studioaufbau wie hier, ne, dass ich hier meinen Arbeitsplatz habe und ich bin fest eingerichtet und ich kann immer, wenn ich will, sofort loslegen, dann braucht man noch ein bisschen mehr bei diesen Systemkameras. Dann braucht ihr nämlich ein Netzteil, was so tut, als ob es ein Akku ist, damit es permanent Strom hat. Dann braucht ihr ein vernünftiges Stativ, ihr braucht Platz hinter eurem Bildschirm und auch Einstellmöglichkeiten, dass ihr also in Ruhe und ohne jetzt irgendwie die Krise zu kriegen, wenn ihr alleine das macht, die Kamera justieren und einstellen zu können. Wird demnächst passieren. So, wen haben wir noch hier? Moin, schön, dass du da bist, Andrea. Das ist gewissermaßen meine Live-Revanche. Gestern warst du, hast du live aus Paris gesendet. Schön, dass du zuschaust. Vielen Dank. Wilfried schreibt, ich verwende mein Handy mit 4K-Videoauflösung als Webcam mit zusätzlicher Software als Alternative zu Logitech C920. Auch das ist eine super Idee. Danke für den Hinweis, Wilfried. Man kann Handys inzwischen richtig gut als mobile und flexible Webcams nutzen. Klar, man braucht eine kleine Software, aber das funktioniert ganz ordentlich. Aber auch da ist es so, ne, die brauchen Strom, da muss man eventuell ein Kabel haben, dass du dann auch permanent Strom hast, wenn du irgendwie was länger oder wenn das Ganze schon in Betrieb war. Du musst dran denken, dass du das Handy in den Flugmodus versetzt, damit nicht plötzlich ein Anruf kommt. Oder du musst, wenn du das WLAN brauchst, das WLAN aktiv lassen, aber vielleicht dann die mobilen Daten ausschalten. Das sind so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Aber ein super Tipp, die Handykameras haben eine super Qualität inzwischen und sind natürlich dann besser als Webcams. Das ist vollkommen richtig. Genau, also Bildqualität, wie du sagst, Wilfried, sind Längen besser. Hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen kann man auch ein bisschen mehr spielen. Übrigens eine Überlegung, ne? Wenn man eine Webcam eingebaut hat, so wie ich das bei mir jetzt habe, dass ich also eine Nummer 1 habe, man kann natürlich auch dann die Kamera auch mal wechseln. Und dann schaltet man um, zum Beispiel auf ein Smartphone und kann dann eine andere Perspektive den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen. Oder hat man eine mobile Kamera. Auch das ist denkbar und möglich. Okay. Ja, Thema Kamera. Noch eine Sache. Auch da ist der Weihnachtsmann ein bisschen früher gekommen. Es gibt vielleicht noch Kameras bei euch im Haushalt, die etwas älter sind. Keine Spiegelreflex-Fotokameras, sondern vielleicht echte Videokameras. Und manche von denen haben einen HDMI-Ausgang. Und da gibt es so ein Tool von der Firma Elgato, nennt sich Camlink. Das ist ein USB-Stecker und da kann man dann ein HDMI-Kabel reinstecken. Und das bewirkt, dass ich also jetzt über diesen Adapter hier diese Kamera als Webcam anmeldet in eurem Computersystem. Das heißt, auch das ist etwas, worüber ihr nachdenken könnt, dass ihr mit so einem Adapter, gibt auch vergleichbare Produkte, aber das ist so das, was sich so durchgesetzt hat bei den allermeisten, da könnt ihr jedes HDMI-Signal als Webcam-Signal in euer System einspielen. Und auch das ist eine Möglichkeit, ein Videosignal in einer guten Qualität in euren Computer reinzubekommen und damit auch eine Live-Sendung zu machen. Okay, wenn ihr nichts dagegen habt, gehe ich schon mal zum nächsten Thema über, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr nichts dagegen habt, ich mache das jetzt einfach mal. Fragen könnt ihr gerne immer noch stellen und wir können auch noch mal zurückspringen. Und dann komme ich jetzt erstmal zum nächsten Punkt. Was haben wir denn da? Licht. Licht ist natürlich nicht ganz unwichtig. Ihr würdet mich ja jetzt gar nicht sehen, wenn ich kein Licht hätte. Und jetzt möchte ich euch mal kurz was. Es ist jetzt ein Risiko. Ich habe hier so eine Fernbedienung und da drücke ich jetzt mal drauf. Mal gucken, was passiert. Achtung. Das Licht ist aus. Es ist wieder an. Ich habe nämlich nicht irgendwelche LED-Filmleuchten gekauft, wie ich es eigentlich ursprünglich mal vorhatte. Nein, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich probiere das mal aus. Ich kaufe mir so für 40, 45 Euro eine Deckenleuchte. Eine ganz normale Deckenleuchte, die man vielleicht im Badezimmer oder im Flur an die Decke oder an die Wand schrauben würde. Die gibt es aus Kunststoff. Die haben inzwischen ein recht gutes, flimmerfreies LED-Licht. Und über diese Fernbedienung kann ich die Farbtemperatur dieser Leuchten einstellen. Ich kann sogar auch Farben mit einstellen. Hier im Hintergrund seht ihr ein blaues Licht. Das ist auch mit so einer Leuchte gemacht. Jetzt gucke ich mal.
Ich habe hier eine Lampe, nämlich die, ne, die macht mich vorne so ein bisschen hell. Mal gucken, Achtung, nicht erschrecken. Das ist so eine Deckenleuchte. Ja? 30 mal 30 Zentimeter, so ungefähr so groß wie eine Schallplatte. Kostet so bummelig 40 Euro. Und die schraubt man normalerweise direkt an die Wand. Ich habe mich dafür entschieden, mit solchen Lampen zu arbeiten, weil ich hier in also jetzt hinter der Kamera, also da, wo ihr jetzt nicht hinschauen könnt, habe ich gar nicht so viel Platz. Mein Schreibtisch steht direkt an der Wand und ich bin hier in so einer Ecke drin. Und dann ist es super einfach, mit solchen Lichtquellen zu arbeiten. Ich kann die an die Wand schrauben, beziehungsweise ich kann mir auch so eine Vorrichtung machen mit so einem, mit so einer Art Lochwand, die ich noch anbringe, wo ich also ganz flexibel solche Lampen an die Wand bringen kann. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Zuleitung. Also ich muss diese Lampe, die ja eigentlich an so ein Stromkabel, was aus der Wand kommt, angeschlossen wird, muss ich nur eine Zuleitung noch extra kaufen für 3, 4, 5 Euro, vielleicht mit einem Schalter. Und dann versorge ich diese Leuchte mit Strom und kann sie super platzsparend und super leicht einbauen. Und mit der Fernbedienung ist es möglich, das Licht auch noch heller, dunkler in der Farbtemperatur und sogar in den Farben anzupassen. Nachteil, muss man fairerweise sagen, die Fernbedienungen sind für alle Lampen gleich. Das heißt, ich kann also mit einer Fernbedienung alles ein- und ausschalten. Und wenn ich jetzt nur eine Lampe steuern möchte, muss ich ein bisschen tricksen. Da muss ich mit der Fernbedienung genau zielen und auch gucken, dass die anderen nicht plötzlich auf meine Einstellung hoch reagieren, die ich nur für eine Lampe eigentlich vorhatte. Also, mein Tipp, kauft nicht gleich mega teure LED-Filmleuchten, die dann auch noch auf Stativen und so weiter stehen müssen. Überlegt mal, ob ihr sogar eventuell eine Lampe im Haushalt habt, die für den Anfang nutzt. Neulich war ich im Ferienhaus, brauchte dringend Licht. Wir sind zum Baumarkt gefahren und haben für 30 Euro so eine Leuchte geholt und eine Zuleitung für 5 Euro. Das hat super geklappt und man konnte ein tolles Live-Video machen. Ansonsten in einer Gegend, wo nichts also nichts vorbereitet war, um es als Videostudio zu nutzen. Es war ein schönes Licht, was auch ganz ordentlich funktioniert. Schall was? Das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen. Joachim, kannst du bitte noch mal kurz dazu schreiben, was du meinst? Das Krieg ist gerade nicht gewechselt. Und Wilfried fragt noch eine Fachfrage, die ich nachher im Thema Regie auch noch ausführlicher beantworten werde. Aber ich kann es dir schon mal verraten. Ich habe StreamYard als Streaming-Software, die im Grunde die Software macht es mir einfach, jetzt auch solche Texteinblendungen, eure Kommentareinblendungen zu machen. Aber die Einblendungen, die ich mit PowerPoint mache und die anderen Einblendungen, das mache ich tatsächlich mit OBS Studio. Da komme ich aber in der Regie nochmal drauf zu sprechen. Schallplatte! Ja! Na nun, Joachim, ich habe natürlich schon gesehen, ne? Ich bin Jahrgang 65, also jetzt gibt es einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind ungefähr in meiner Generation, die wissen auch, was eine Schallplatte ist. 30 mal 30 Zentimeter ungefähr, so groß ist die Leuchte, da habe ich Schallplatte gesagt. Okay, und Wilfried schreibt, bezüglich Licht, da ist auch wichtig, mit welcher Bildwiederholrate du streamst, sonst läuft das Bild. Ja, sehr guter Punkt. Da gibt es so Flimmern und so weiter. Was ich festgestellt habe, diese LED-Lampen, diese Deckenleuchten, die man übrigens auch im Profibereich durchaus als Aufhellung oder als Ergänzungslicht nutzen kann, ne? Die sind flimmerfrei. Da habe ich weder 50 noch 60 Hertz festgestellt. Also das ist wirklich so, dass die kein Flackern haben. Also achte darauf, dass da Flicker-Free draufsteht bei dem Produkt. Dann bekommt ihr ein wirklich ruhiges LED-Licht. Und dann müsst ihr euch um Bildwiederholraten 50 und 60 Hertz gar nicht so viel Gedanken machen. Ich finde, das funktioniert erstaunlich gut. Angeblich können diese Leuchten bis 6500 Kelvin schaffen. Also sind relativ, ne, das kann man dann ein bisschen austarieren mit dem Weißabgleich in der Kamera. Aber ich finde, man kann damit eigentlich recht ordentlich arbeiten. Übrigens noch etwas, ich habe hier so eine Folie und ich glaube, Christian Schwanig wird das kennen. Auch wenn diese Leuchten, die ich jetzt hier habe, schon so eine Kunststoffhülle haben und ein weiches Licht machen, man kann dieses Licht noch weicher machen. Oder wenn ihr eine Schreibtischlampe nehmt, ja, ihr könnt ja so eine 100 Watt LED-Glühbirne inzwischen nehmen. Die sind mörderhell, gibt es ja richtig auch in Kaltweiß und damit kann man auch super Licht machen, bloß das ist dann sehr hart. Ich habe mir so eine Filterfolie geleistet. Das schreibe ich dann nachher nochmal in die Kommentare. Das ist eine, im Grunde so eine Art Pergamentpapier, um es vereinfacht zu sagen, aber es ist eine Folie, die die professionellen Lichtmenschen einsetzen, um
Leuchten weicher zu machen. Also ihr kennt ja vielleicht solche Softboxen oder habt davon mal gehört. Da wird ein ähnliches Prinzip angewandt. Und ich habe jetzt bei einer Lampe auch da vorne, deshalb könnt ihr jetzt hier da in meinem Bild hier so einen kleinen Blitzer sehen, habe ich mal ausprobiert, wenn ich über meine Lampe noch so eine Folie drüber klebe, so leicht gewölbt, und das Licht wird tatsächlich weicher. Auch das kann man nutzen. So eine Rolle kostet irgendwie 65 Euro. Man kann sich zusammentun und mal jemand fragen, ob jemand schon so eine Rolle hat. Und dann geht man mal so einen Meter ab. Das ist eine wunderbare Folie, um Licht weich zu machen. Und schon kann auch eine normale Schreibtischlampe mit einer mörderhellen Glühbirne, LED-Birne, mit einem LED-Leuchtmittel, kann ein weiches Licht erzeugen. Kann wunderbar funktionieren für eine Videoaufnahme. Auch das ist möglich, Geld zu sparen und erstmal mit dem anzufangen, was man im Haushalt hat. So, 3030. Ich sag nichts mehr. Ich müsste jetzt endlich mal nachmessen. Sind denn diese quadratischen Cover, ne, die Plattenhüllen, die sind 30-30, ne? Habe ich mir zumindest so gemerkt. Gut, ansonsten hast du natürlich recht. Die alten Platten sind rund. Okay, also kommen wir zum nächsten Thema. Regie klang ja eben schon an. Und Licht hatte ich gerade. Mal gucken, was kommt als nächstes. Haha! Mikrofon. Mikrofon ist ein Thema, da kann man auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und da habe ich auch Lehrgeld bezahlt, ganz ehrlich. Wie ihr wisst, habe ich mit meiner Kollegin Anna Momba-Hers ja auch einen Podcast. Und da haben wir am Anfang mit so einem USB-Mikrofon angefangen. Und das war auch erstmal okay, man konnte vernünftig die Sprache aufnehmen. Aber irgendwie war so dieses Audio-Interface, was in diesem USB-Mikrofon eingebaut war, irgendwie nicht so ganz sauber gemacht. Auf jeden Fall gab es immer so ein Rauschen und so ein Gefiebe so drin und das war ein bisschen nervig. Und außerdem konnte man das auch gar nicht so laut einstellen, wie man es brauchte. Man hatte das Gefühl, man muss danach immer in der Nachbearbeitung den Ton nachträglich laut drehen und damit hat man dann auch eben die Nebengeräusche und das Rauschen auch lauter gemacht. Ja, hat damals 50 Euro gekostet. Fand ich damals viel Geld für ein Mikrofon, um es mal auszuprobieren, aber nee, da muss man schon ein anderes Mikrofon nehmen. Dann auch ein anderes Lehrgeld. Ich habe mal irgendwann mir so einen Mixer geholt, weil wir ja zu zweit auch einen Podcast gemacht haben. Das ist ein Mixer, den kann man auch per USB an den Computer anschließen. Und das ist, weil wir damals mit zwei Mikrofonen gearbeitet haben, war das im Grunde auch hilfreich. Ne? Ich habe zwei Mikrofone konnte ich anschließen, ich konnte die Lautstärke der beiden Mikrofone anpassen und damit kann man dann Tonaufnahmen machen. Man kann natürlich dann aber auch, sobald der Ton ja im Computer drin ist, diesen Ton nutzen für Live-Videos. Tolles Ding, ich kannte die Marke Behringer von früher, aber ja, das Gerät hat dann doch ein bisschen gerauscht. Hab dann auch später erfahren, dass einige Leute gesagt haben, ja, Behringer, das ist doch ein Rauschgenerator. Ich möchte das jetzt so in dieser Härte nicht sagen, aber da gibt es natürlich Diskussionen. Was ich euch auf jeden Fall raten würde, wenn ihr einen guten Ton haben wollt, kauft euch ein vernünftiges Mikrofon. Es gibt Mikrofone, also Rode ist dann so ein Name, der wird ganz oft, die haben gutes Marketing gemacht, also wird ganz oft genutzt. Es gibt auch die Firma Shure, die sehr, sehr gute Mikrofone machen, die man auch immer wieder sieht bei einigen Livestreams von anderen Kollegen hier auf LinkedIn. Das hier ist ein Rode Procaster Mikrofon, was man mit so einem XLR-Kabel anschließen kann. Und damit das Ganze dann in den Computer kommt, braucht man ein Audio-Interface. Und ich habe mich dann, das ist so eine kleine Kiste, die schließt man auch über USB an den Computer an. Und da hat man in einer super Qualität über XLR-Kabel hat man dann dieses Mikrofon angeschlossen. Und man hat dann auch an diesem Audio-Interface alle Möglichkeiten einzustellen, also Lautstärke, Empfindlichkeit und so weiter. Aber das war dann auch für unsere Podcast-Aufnahmen übrigens dann auch schon, konnte man das gut hinbekommen. Das ist schwer, das ist eine große Membran. Und das ist ganz gut abgeschirmt. Ne? Wenn das in der Nähe eines Computers sich befindet, dann fängt das eben nicht irgendwelche Störsignale ein. Also da lohnt es sich mal eher so in den Bereich 150 bis 200 und noch mehr Euro zu investieren, um ein Mikrofon zu kaufen, plus nochmal sowas mit 100 Euro für das Audio-Interface. Was ich dann auch gemerkt habe erst kürzlich, es ist auch wichtig, dass man nicht an dem Kabel spart. Dieses kurze Kabel zwischen Mikrofon und diesem Audio-Interface, das ist vielleicht nur einen Meter lang. Da habe ich dann mal irgendein Standardkabel bei Amazon bestellt. Hat leider so ein bisschen wie eine Radioantenne gewirkt und hat dann doch immer irgendwie so ein kleines Rauschen eingefangen. Und ich habe jetzt bei der Firma Thomann, großer Versender aus Süddeutschland für Studio, Licht und Video-Equipment, habe ich ein Kabel genommen, was dann eben für einen Meter irgendwas bei 12, 13 Euro liegt. Und siehe da, keine Störgeräusche mehr, also kein leises Rauschen, was zusätzlich dazu kam. Also beim Ton
würde ich schon versuchen zu gucken, was funktioniert. Man kann das auch testen, sich vielleicht beraten lassen von Leuten, die sich mit Touren richtig gut auskennen. Aber so als Hausordnung, Audio-Interface, gutes Mikrofon auf dem Stativ oder auf so einem Ausleger, ja, und ein gutes Kabel, da solltet ihr nichts verkehrt machen. Also das ist auf jeden Fall besser, als jetzt so kleine, quäkige USB-Mikrofone zu nehmen. Also mein Tipp. Volker, du bist beim vierten Mikrofon. Hast du noch das Procaster? Ich glaube, da hat man mal eine Zeit lang das Gleiche, ne? Und ich hatte dir auch mal den Tipp gegeben, dass man dieses Procaster-Mikrofon auch mit einem Fathead, also mit so einem kleinen Vorverstärker, den man an das Kabel, also zwischen Kabel und Mikrofon anschließt, dass man da auch noch was rausholen kann. Schreib doch mal, welches Mikrofon du inzwischen genommen hast, wenn du beim vierten Mikrofon bist. Genau, Joachim, der Ton macht die Musik. Das müsstet ihr eigentlich auch merken. Also ich habe jetzt dieses Mikrofon habe ich ja zweimal und das andere ist jetzt im nicht sichtbaren Bereich. Hier unten ungefähr ist es angebracht und ihr müsstet mich eigentlich ganz gut verstehen und hören können und es müsste auch ein relativ guter, satter Sound sein. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine leeren Worte. Okay, du hast den Procaster mit dem Fathead. Wunderbar, prima. Also das ist genau die Konstellation, die ich im Moment auch habe. Ich habe dieses Podcast-Mikrofon, ich habe ein vernünftiges Kabel, ich habe noch einen kleinen zusätzlichen Adapter, diesen Fathead, das ist ein kleiner Vorverstärker, der zwischen Kabel und Mikrofon gesteckt wird und ich habe das Audio-Interface. Übrigens dann auch mit einem vernünftigen USB-Kabel. Auch da, ne, die mitgelieferten USB-Kabel sind manchmal nicht so gut. Kauft euch lieber ein richtiges, was richtig gut abgeschirmt ist und dann habt ihr eine gute Tonqualität. Also da habe ich wirklich lange rumprobiert und immer war irgendwie so ein Fiepen und ein Rauschen oder irgendeine Störung drin und jetzt bin ich endlich fein damit und kann es euch nur empfehlen, auch dort ein bisschen was zu investieren. Wilfried, Richtmikrofon von Boye, heißt das, glaube ich, ne? Verbunden mit dem Handy und bin zufrieden. Ja, Richtmikrofon, auch ein guter Tipp. Gerade wenn man vor der Kamera so ein bisschen sich bewegt, ne, ich bin gleich auch nur ein bisschen mal nach hinten gegangen, wenn ich jetzt nach hinten spreche, ist es natürlich leiser. Mein Mikrofon hat auch eine leichte Richtfunktion, aber eben nicht so extrem. Es gibt wirklich gute Richtmikrofone, die man auch bei Videodrehs einsetzt. Und da gibt es zum Beispiel auch von Rode eines, was man auch direkt per USB an den Computer anschließen kann. Guckt nach Rode und Richtmikrofon, dann findet ihr das schon. Das nutzen viele und machen das auch über den Bildschirm, also in der Nähe der Kamera. Und damit das Mikrofon zielt dann im Grunde auf die Menschen vor der Kamera. Und dann habt ihr einen relativ guten Spielraum, wo ihr euch frei bewegen könnt und der Ton ist trotzdem immer super. Also auch das ist etwas, kann man sich Gedanken machen. Ist ein relativ langes Ding, also ein echtes Richtmikrofon. Ich glaube, das liegt so zwischen 200 und 300 Euro. Kann aber dann direkt per USB angeschlossen werden, braucht kein eigenes Audio-Interface. Könnte man aber auch über das Audio-Interface anschließen, das gibt es beide Möglichkeiten. Also Richtmikrofone auch eine gute Idee, weil die blenden natürlich bestimmte Störgeräusche, vielleicht ein Lüftergeräusch vom Computer oder irgendwas anderes aus, weil die ja sich dann, die Empfindlichkeit ja gerichtet ist auf die eigentliche Schallquelle, nämlich euer Mund, wo eure Stimme und eure Sprache rauskommt. Okay, prima. Dann gucken wir mal, was ich als nächstes in petto habe. Regie. Genau, und das sind jetzt die Begriffe, die jetzt kommen. Die haben wir teilweise auch schon in den Kommentaren gelesen. Und zwar sage ich jetzt erstmal nur StreamYard und OBS Studio. Streng genommen gehört zur Regie ja vielleicht auch so ein Audio-Interface, weil man da ja auch ein bisschen was regeln kann. Ich habe mich tatsächlich für OBS Studio entschieden. OBS Studio ist eine kostenlose Software, mit der ich Livestreams auch machen kann. Ich hätte jetzt auch direkt mit OBS Studio diesen Livestream machen können. Da ist es allerdings ein bisschen aufwendiger, wenn man jetzt die Live-Kommentare einblenden möchte. Das geht über OBS nicht ganz so intuitiv, wie es mit StreamYard geht. Kommen wir erstmal zu StreamYard. StreamYard ist eine für LinkedIn zugelassene Software, mit der man streamen kann. Vergleichbare Produkte sind Restream. Und genau, das ist ungefähr so, sind die beiden, die sich da auch immer so ein bisschen behaken. Restream ist meines Wissens ein bisschen günstiger. StreamYard hat jetzt gerade wieder ein paar neue Funktionen freigeschaltet, die jetzt auch irgendwie ganz cool sind. Das heißt, da muss man sich mal ein bisschen gucken, also ansehen, was man für Live-Videos präferiert. Man kann beide Produkte, glaube ich, auch erstmal testen und sich so ein bisschen damit anfreunden. Was diese Streaming-Programme können: Sie können erstmal natürlich die Verbindung zu LinkedIn oder zu anderen Diensten wie YouTube und so weiter aufbauen und sich erstmal um dieses Technische kümmern.
Du kannst deine Webcam oder deine Kamera, wie auch immer, als Signalquelle eingeben. Du kannst Bildschirme teilen und vor allen Dingen kannst du ganz einfach über diese Software auch Gäste dazuschalten, also dass du dich mit jemandem unterhalten kannst. Bis zu 9 oder 10 Gäste kann man dann zuschalten. Aber das kann man schon richtig eine tolle Videokonferenz abhalten und das auch zeigen. Also das ist etwas, das ist irgendwo Basis und Standard. Das würde man auch mit OBS Studio alleine hinkriegen. Da muss man sich aber so ein bisschen mehr mit technischen Themen auseinandersetzen. Das ist nicht ganz so intuitiv nutzbar. Was ich aber trotzdem mit OBS Studio jetzt gerade nutze, ist die sogenannte virtuelle Webcam. Und da ich ja nun immer wieder mal etwas einblende, kann ich es ja nochmal zeigen. Ich mixe gewissermaßen in OBS Studio, mixe ich mein Webcam-Bild mit dem Bild von PowerPoint. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich kann noch mal kurz zurückgehen. Das ist ja jetzt ein vollflächiges Bild, was einfach über mich rübergeblendet wird. Und der Trick dabei ist, ich habe gesagt, wenn jetzt dieses Signal von PowerPoint, das wird maskiert mit einem Chroma-Key. Ich habe einfach gesagt, die Farbe schwarz soll durchsichtig sein. Und immer dann, wenn also auf der Folie etwas Schwarzes ist, dann ist das transparent und dann bin ich zu erkennen. Und alles, was nicht schwarz ist, also heller als schwarz ist oder eine Farbe hat, das ist als Folie zu sehen. Ich kann ja nochmal an den Anfang gehen, wo ich diesen Titel eingeblendet habe. Da habe ich es im Grunde, diese schlanke Technik für Live-Videos ist eine Animation auf einem schwarzen Hintergrund. Und OBS Studio sorgt dafür, dass alles, was schwarz ist, transparent ist und dass ich dahinter zu sehen bin. Das ist eine super Möglichkeit, um live auch zu präsentieren. Kann man auch übrigens einsetzen, Joachim, diese Technologie, wenn man in Teams, Microsoft Teams zum Beispiel präsentiert, auch dort kann ich die virtuelle Webcam von OBS Studio nutzen und habe alle Möglichkeiten, plötzlich Charts und Folien einzublenden und da ein paar Tricks zu machen. Könnte ich natürlich jetzt auch richtige Fotos zeigen. Da muss man dann jetzt ein bisschen darauf achten, dass wenn ich Fotos zeige, dass die eben kein Schwarz enthalten, weil das Schwarz würde ja transparent werden. Aber man kann die Fotos ja ein kleines bisschen heller machen, das fällt kaum auf und dann sind diese Fotos auch dafür geeignet. Ja, das ist im Grunde meine Regie und auch das, was ich euch raten würde. Kauft nicht gleich irgendwelche Produkte. Es gibt Videomischer, die Atom Mini von Blackmagic, ein tolles Tool, gibt es ab inzwischen 250 Euro. Das ist ein Videomischer, da kann man über HDMI verschiedene Kameras und auch Computersignale ansteuern und da kann man wunderbar sich das Bild zusammenmixen und live streamen. Machen viele, ist ein tolles Tool, aber auch das ist ja erstmal etwas, wo man Geld in die Hand nimmt, ohne gleich zu wissen, passt das für mich eigentlich perfekt? Dann nehme ich doch lieber eine Software, die das Ähnliche kann. Für Mac-Leute ist, also für Mac-Nutzer ist die Software eCam Live sehr beliebt, auch wird häufig eingesetzt. Die kostet ein bisschen was, ich weiß jetzt gerade den Preis nicht im Kopf, aber die ist super beliebt. Ich glaube, Volker, ne? Du nutzt eCam in Verbindung mit Keynote, das ist dann dein Grafik- und Chart-Zuspieler. Und das ist auch ein wunderbares Paket, mit dem man seine Regie, seine Videoregie aufbauen kann. So, ihr habt jetzt auch ein bisschen was geschrieben. So, mal gucken. Ach Gott, Wilfried, ich hatte deine Einblendung die ganze Zeit da drin. Was sagt Joachim? Leider packen alle Hersteller häufig alle Sachen in ein Gehäuse, Kamera, Mikro. Ja, genau. Also natürlich, die Webcams haben alle auch ein Mikrofon, das ist richtig, aber ich muss es nicht nutzen. Die Logitech-Mikrofone sind jetzt gar nicht so verkehrt. Für Videocalls und so weiter sind die auf jeden Fall super. Aber die sind ja so ausgelegt, dass eben die Sprachverständlichkeit gut ist. Die filtern da schon so ein bisschen und die nehmen aber auch ein bisschen mehr auf, als dir vielleicht lieb ist. Und deshalb ist es ganz gut zu sagen, okay, ich habe zwar eine Webcam, die hat zwar ein eingebautes Mikrofon, aber ich nehme dann doch lieber ein richtiges Mikrofon und nehme das stattdessen. Man kann das ja aussuchen. Da ich alles über OBS mache, verwende ich die dortige Rauschunterdrückung. Funktioniert auch gut. Ja, genau, man kann in OBS, in dieser Regie-Software auch natürlich Audiofilter einsetzen und die Rauschunterdrückung zum Beispiel nutzen. Tolle Möglichkeiten, man kann auch die Stimme verzerren, wenn man möchte und man kann noch Musik drunter legen und so, das ist alles möglich. Man muss dann ein bisschen gucken, dass sich bestimmte Rauschfilter oder Anti-Rauschfilter nicht gegenseitig behaken, weil auch StreamYard im Prinzip so etwas hat. Ne? Bei StreamYard muss man das dann deaktivieren. Und wenn, dann muss man es eben dann nur bei OBS Studio aktivieren. Da kommen wir dann schon in Bereiche rein, da kann das ein bisschen komplizierter werden. Sprichst du dann auch über den PC, den du nutzt? Fragt ihr. Ja, selbstverständlich. Ah, das ist auch noch das ist ein Punkt, den habe ich jetzt glatt vergessen. Wenn man eine Regie
sich mit Software wie zum Beispiel OBS Studio zusammenstrickt. Und wenn man weiß, ich habe jetzt meinen PowerPoint noch drauf laufen und ich habe StreamYard laufen, dann wird ein Notebook, auch wenn es sehr leistungsfähig ist, irgendwann an seine Grenzen kommen. Auch wenn man vielleicht einen zu kleinen Bildschirm hat. Ich habe hier zwei Monitore, mit denen ich arbeiten kann. Tatsächlich benutze ich einen Computer, den andere als Gaming-PC bezeichnen würden. Der ist mit einer etwas leistungsfähigeren Grafikkarte ausgestattet, auch geeignet für Videoschnitt. Und das braucht man dann schon, auch damit man halbwegs flüssige Animationen und Übergänge hat und damit eben beim gleichzeitigen Nutzen von OBS, PowerPoint, StreamYard und so weiter der Rechner nicht so richtig in die Knie geht. Also da braucht man schon etwas, was über das normale Büro-PC-Equipment hinausgeht. Das ist jetzt nicht so dramatisch teuer. Das war knapp 1.100 Euro habe ich bezahlt von MSI, ein Gaming-PC. Und der war so ausgestattet, dass der jetzt nicht zu viel Strom verbraucht, weil ich ihn ja auch täglich nutze. Aber er ist schon so leistungsfähig, dass ich eben diese Programme parallel ohne Probleme nutzen kann. Und deshalb kommt alles, ne? Ton, Video, wenn du so willst, das geht alles in den PC hinein, wird direkt verarbeitet und kommt dann mit ein paar Sekunden Verzögerung bei euch an. So, demnächst kann man noch auch PPT-Videostreams einbetten. Genau, Joachim, das ist dann ein Thema, das wird dann auch nochmal interessant. Da könnte man sich dann überlegen, ob man die Videoregie oder das, was man als Regieprogramm nutzt, nochmal neu justiert. PowerPoint wird, glaube ich, Anfang des kommenden Jahres, da musst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, kann man das Webcam-Signal in die PowerPoint-Folie reinsetzen. Also das heißt, man hat ein Videoobjekt in der PowerPoint-Folie und dieses Videoobjekt zeigt das gerade live gesendete oder aufgezeichnete Webcam-Bild. Und das soll auch mit Folienübergängen und mit Animationen funktionieren. Das heißt, ich kann mir im Grunde PowerPoint-Folien bauen, die vielleicht erstmal nur eine Folie zeigen und dann blendet da das Webcam-Bild ein, wo ich live dann spreche und ich kann das Webcam-Bild groß machen oder klein in die Ecke machen oder irgendwo anders hin bewegen. Und das ist natürlich eine super Geschichte, um Erklärfilme zu machen. Oder auch sehr wahrscheinlich, das muss man noch ausprobieren, solche Live-Videos zu machen. Dann ist StreamYard im Prinzip oder Restream oder so nur das Tool, um mein Videosignal irgendwie zu euch zu bekommen. Und den Rest, Grafik und Live-Video, mache ich alles mit PowerPoint. Wäre denkbar. Ich bin sehr gespannt auf diese Funktion, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das mal irgendwo gelesen, Anfang des kommenden Jahres soll das kommen. Das wird natürlich dann auch bei Videocalls in Teams und so weiter nochmal richtig einen Schub nach vorne geben. Schade, jetzt Andrea, jetzt weiß ich nicht, worauf du dich bezogen hast mit dem, das ist ja cool. Axel, als professionelle Alternative zu den Softwarelösungen ist der ATEM Mini Pro zu empfehlen. Ja, genau, also ATEM Mini Pro und dann gibt es noch ein ISO, glaube ich, noch einen höher. Genau, das sind wirklich tolle Videomischpulte für einen, also der kleine für 250 Euro inzwischen ist der Preis, glaube ich. Das ist wirklich professionell, da kommt eine super Bildqualität raus und man kann mehrere Videoquellen umschalten, mischen, auch mit Green Screen arbeiten, also richtig, richtig klasse. Nachteil in Anführungszeichen, jedes Kamerasignal muss ein HDMI-Signal senden. Also es ist nicht möglich, eine USB-Webcam dort direkt anzuschließen. Das müsste man dann über einen PC machen und dann den PC an diesen ATEM Mini anschließen. Man braucht also dann auch schon vernünftige Kameras, damit sich das Ganze lohnt. Aber man kann natürlich eine Kamera nehmen mit einem HDMI-Ausgang, zum Beispiel die Canon, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und man kann über HDMI von einem Notebook zum Beispiel die PowerPoint-Folien zuspielen. Und schon hat man zwei super hochqualitative Signale, die man mischen kann und zusammenspielen kann und dann direkt senden kann. Der Vorteil von so einem Mischpult ist natürlich noch, es ist intuitiv nutzbar. Ich habe beleuchtete Tasten, ich kann das hier vor mich, das ist ein kleines Teil nur, ne, auf den Tisch stellen und kann die Tasten drücken, die ich brauche, um nicht durch den Tüdel zu kommen und kann meine Sendung machen. Eine tolle, tolle Geschichte. Würde ich aber nicht zu Beginn machen, sondern erstmal überhaupt gucken, wie klappt das mit den Live-Videos, ist das ein Format, was euch gefällt und wenn ihr merkt, oh, das möchte ich richtig, richtig gut machen, dann kann man sich mal diese ATEM Minis ansehen oder vergleichbare Produkte. Da gibt es inzwischen eine kleine Palette von bezahlbaren Videomischpulten. Gerade heute habe ich eine Werbung von einem Unternehmen hier aus Hamburg, mit dem ich so ein bisschen verbunden bin, da kam der Name Roland. Also da gibt es auch bezahlbare, so unter 1.000 Euro bezahlbare Videomischpulte, die also da auch schon in der Profiliga sind, aber wo man
schon vernünftige Videosignale zusammenmischen kann und dann live senden kann. So, Volker schreibt noch was geschrieben. Genau, du liebst Ecamm auf dem Mac. Ich würde es heiraten. Aktuell 16 bis 32 Dollar pro Monat. Okay, es ist also ein kleines Abo-Modell. Aber es ist auch wirklich ein tolles Tool. Also wenn, Tool. Wenn ich mal deine Sendung sehe, Volker, sehe ich ja immer, wie du das machst. Mit diesen Animationen aus Keynote. Sieht sehr, sehr gut aus. Also tolle Geschichte. Die OBS-Schwarzfunktion, also dass die schwarze Farbe transparent wird. Okay, habe ich verstanden, Andrea. So, Wilfried sagt noch was zu OBS. Gerade die virtuelle Cam benötigt einiges an Leistung, wird dann auch noch parallel aufgezeichnet, in einer anderen Qualität als der Stream, also in einer richtig guten Qualität. Ne, dann braucht man schon einen vernünftigen Rechner. Vollkommen richtig. Also da Arbeitsspeicher muss groß bemessen sein und man braucht auch eigentlich eine SSD-Festplatte, die schnell ist. Also da muss, und die Grafikkarte vor allen Dingen, die muss ein bisschen Luft nach oben haben. LG Mini Pro 450, da sind die Preise auch gefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass der mal bei 900 lag, also der Pro. Der kleine, das Einsteigermodell, wie gesagt, ist deutlich unter 300 inzwischen. Also auch da kann man gucken, ist ja gerade diese schwarze Woche, die da aus den USA rübergeschwappt ist. Vielleicht gibt es da gar ein bisschen was Günstiges zu kaufen. Ja, jetzt habe ich hier so viel gesabbelt und es ist 17.41 Uhr. Vielen Dank für eure Fragen und eure rege Beteiligung. Es hat Spaß gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, meine vier Stichpunkte habe ich abgearbeitet. Aber gibt es irgendwie etwas, wo ihr sagt, wieso hat denn der Pilzel das jetzt nicht erzählt? Das hätte ich jetzt aber erwartet. Dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann versuche ich, meinen Senf dazu zu geben. Was hat euch bisher am besten gefallen? Ich habe übrigens, weil ja der Weihnachtsmann schon bei mir da war, endlich habe ich mir übrigens auch so ein Stream Deck geholt. Das ist auch so eine Zusatztastatur mit programmierbaren beleuchteten Tasten. Damit kann man dann zum Beispiel PowerPoint fernbedienen. Jetzt sage ich gleich was zu. Aber eben auch diese OBS Studio oder Ecamm Live oder andere Programme, auch StreamYard inzwischen kann man darüber steuern, weil es Hotkeys gibt. Das heißt, ich habe mit so einem Gerät programmierbare Tasten, die beleuchtet sind. Ich kann die auch mehrfach belegen und dann kann ich darüber bestimmte Szenen abrufen, kann sagen, guck mal, das ist jetzt hier PowerPoint und Pezel gemischt, das ist PowerPoint alleine, das ist Pezel alleine, das kann man auf Tasten legen. Und was richtig toll ist, ich kann auch PowerPoint damit steuern, denn da ist es ja so, wenn ich PowerPoint weiterschalten möchte, muss das Fenster, also das Präsentationsfenster, muss ja den Fokus haben. Also ich kann jetzt nicht einfach die Weiter-Taste drücken, wenn ich vorher in OBS Studio was gemacht habe oder in StreamYard. Weil wenn ich die Weiter-Taste drücke und ich habe vorher das Fenster von StreamYard angeklickt, dann wird irgendwie bei StreamYard was passieren, aber nicht in PowerPoint. Und man kann mithilfe dieses Stream Decks, also mit diesen programmierbaren externen Tastaturen, ja im Grunde komplexe Makros auch abrufen. Und dann würde das so funktionieren, immer wenn ich die Weiter-Taste auf diesem Stream Deck drücke, dann sucht der Computer erst das richtige Fenster, nämlich das Präsentationsfenster von PowerPoint, aktiviert es, und macht dann diesen Weiterbefehl, dass die nächste Folie kommt. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr umständlich nach irgendeinem Fenster suchen, sondern ich kann einfach die Weiter-Taste drücken auf diesem Stream Deck und die Folie blättert weiter. Super bequem, super hilfreich und eine große Erleichterung, wenn man alleine so eine Live-Sendung macht. Ja, Stream Deck, genau, das macht Spaß. Joachim, nebenbei kann man mit der Graka-Grafikkarte noch ein bisschen Bitcoins minen. Ja, ich glaube, das ist nicht zu empfehlen, weil dann gehen alle Lüfter im Rechner an und föhnen dir den Sound kaputt. Das ist nicht zu empfehlen. Und der Stromverbrauch geht natürlich auch massiv in die Höhe. Aber ja, im Grunde ist das die Technologie. Die Grafikkarten haben die Rechenpower, die man auch benötigt, um Kryptowährung zu minen, wenn man das denn möchte. Okay, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir machen mal nach einer Dreiviertelstunde so langsam Schluss. Und wenn ihr noch Fragen habt oder einfach so, Mensch, wie hieß das Produkt oder kannst du mir noch mal eine Bezugsquelle nennen, dann schreibe ich das nachher in die Kommentare oder in den nächsten Tagen. Oder schreibt mich direkt an, dann kann ich auch direkt antworten. Okay, danke für euer Interesse. Jetzt bin ich gespannt, ob ich noch meinen Abspann hier zeigen kann. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.